Und da liegt das Problem. Versteht ihr? Deswegen, und warum mache ich den Frosch nicht als erstes hier? Mach egal. Also, und so funktioniert im Endeffekt ganz grob gesagt die AI. Wenn man so haben will. Es ist jetzt nicht eine hyperprofessionelle Erklärung. Aber ich denke mal, das könnte für euch jetzt erstmal so reichen. Ich gehe da später nochmal mehr ins Detail. Denn die AI ist noch ein bisschen mehr, aber ja, ein bisschen blöder programmiert. Aber gut, das ist halt so. Müssen wir also hinnehmen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Oh Mann, das sind so viele Monster zu erledigen. Irre, gell? Aber dafür haben wir später keinen Stress mehr. Jo, wenn wir jetzt alles ausräumen, müssen wir nachher nicht alles ausräumen. Oder meiste ausräumen. Und ich habe mehr Zeit zum Reden. Das ist gut. Aber ich habe mir mal überlegt, also ich möchte vielleicht noch ein paar... das erklären mal. Warum mache ich denn jetzt genau Mystic Quest vor Paper Mario? Mal abgesehen von der Übung. Mal abgesehen davon. Ich sag's mal so. Ein Super Nintendo Spiel ist im Normalfall immer einfacher in Anführungsstrichen zu spielen als ein Nintendo 64 Spiel. Aus dem Grund, wir haben beim N64 mehr Knöpfe, die Spiele sind meistens komplexer durch 3D. Ich betone meistens, es zählt nicht für alle, aber Paper Mario zum Beispiel ist nun mal komplexer als Mystic Quest. Das natürlich jetzt nicht vom System her, aber überlegt mal, wir haben in Paper Mario eine Riesenspielwelt. Hier ist auch die Spielwelt nicht ganz so klein, aber sie ist nicht so groß wie Paper Mario. Ja. Und jetzt überlegt mal, ich will ein RPG üben, bevor ich überhaupt mich an Paper Mario wage. Und ja, ihr kommt schon auf die Idee. Und das ist auf jeden Fall der... Und das ist auf jeden Fall so der Grund, warum ich dann sage, okay, ich möchte jetzt erstmal das RPG üben. Hört sich blöd an, aber es macht Sinn. Es macht schon Sinn, glaub mir. Also ich mache das jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier mein voll lustig, RPG üben. Das mache ich jetzt auch nicht, keine Sorge. Es ist wirklich nur zur Übung. Und wir kriegen wieder Ninja-Sterne und haben schon wieder das, was wir vorgekriegt haben. Super. Nicht so, nee, sogar weniger. Das wird noch nervig. Also, und wir müssen schon wieder Frösche und Basilisken hier machen. Es kommen noch mehr Gegner, keine Sorge. Das ist jetzt bloß der Anfang. Und ich mache es auch, wie gesagt, recht schnell, die Kämpfe, weil ich kenne das, die Teile auswendig. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen Ninja-Sterne sparen hier. Eieiei. Mann, oh Mann, da muss ich jetzt echt mal ein bisschen sparen. So, der letzte Gegner, bevor wir jetzt mal in den nächsten Screen kommen. Die letzten Gegner. Jo, ich habe auch das letzte Mal nochmal in meinem Mega Man 3 Rightly X-Hack gesagt, ich will was ändern. Gut, ja, hat niemand Änderungsideen, doch so. Und habe ich mir doch gut, dann werde ich es halt selber machen. Dann will ich halt mit dem Redeemers World zusammen halt mal... Werden wir mal jetzt mal überlegen, was könnte man denn ändern. Und das werde ich jetzt dann auch bald mal machen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht kommt ja... Oh, nicht mit der Axtschlange, es hilft ja nichts. Ach, hier ist ja noch eine Sache, da kommen wir noch gar nicht ran. Da müssen wir auch noch mal zurück. Jo, es gibt einen Grund, warum ich das sage. Aber das seht ihr dann. Mann, oh Mann, und jetzt können wir durch Wasser laufen. Sieht ja eher aus wie ekliger Schlamm. Hui. Naja. Jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen mehr Witz bringen hier. Ich sollte mal wieder ein bisschen mehr Witz reinbringen, sonst wird das ja langweilig. Oh, hier übrigens. The door sealed shut. Well, here goes. Watch this. Boom. Aren't these something? I'll sell you some cheap. How about 50 explosive for 30 GP? So, jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist billig, okay. Geht mal auf sorry. Sorry. Alright, I'll cut your deal. How about 50 explosives for 15 GP? Okay. Okay. Ja, nehmen wir. So, und jetzt, das ist das Lustige, ihr könnt diese Bomben, ihr könnt den Preis nochmal deutlich senken. Ich speichere noch. Ihr könnt den Preis deutlich senken, wenn ihr einfach nur auf einmal sorry geht. Nö, nö, mache ich nicht. Puh, das ist mir zu teuer. Es macht jetzt so einen Unterschied, aber hey, billig ist billig, oder? Und billig will ich. Also, jetzt gehen wir nochmal zurück, weil hier oben war ja diese geschlossene Tür. Übrigens, die Bomben sind eine weitere Waffe, die wir auch einsetzen können. Die Bomben haben folgenden Vor- und auch Nachteil. Mit Bomben könnt ihr jeden Gegner treffen. Wir haben jetzt übrigens ein Startschild. Nein, erst die Bomben. Wir können mit den Bomben jeden Gegner treffen und die Bomben haben auch eine riesen Attack-Power. Nachteil, wir können immer nur alle Gegner treffen. Wir können nicht nur einen mit einer Bombe werfen, es trifft immer alle. Und je mehr Gegner sind, desto mehr wird der Schaden halbiert. Sagen wir jetzt mal, wir haben zwei Gegner.
dann wird er ein Gegner dann nicht voller Schaden. Sind zwei Gegner, wird der Schaden halbiert und jeder kriegt die Hälfte Schaden, jeder Gegner. Bei drei wird's gedrittelt. Oder wird's gedrittelt? Ich glaube schon gedrittelt. Und ja, so funktioniert das. Und unter, nenne ich Weapons Armor, hier sehen wir es, wir haben mit 6 Death plus 5 Death Steel Shield und den Charm, wo wir bekommen haben. Es ist, nein, ich habe auf Auto geschalten. Es ist nicht viel, aber ein Death ist in diesem Spiel im Normalfall sogar, manchmal kann das sogar über Leben und Tod entscheiden. Jo, und ich pausiere jetzt mal ganz schnell, bevor wir hier weitermachen. Na, ein Päuschen geht's auch schon weiter. Also, wir haben zuletzt das Stahlschild gekriegt und gehen jetzt wieder zurück. Ja, ja gut, mehr gibt's ja auch nicht zu sagen. Ihr habt's ja gesehen. Jetzt habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich hab's jetzt bloß halt nochmal kurz für mich wiederholt. Ja, genau. Und damit vorwärts. Puh, und jetzt fängt's wieder an. So, jetzt haben wir noch Vögelchen und Skelettis. Ja, die Vögel sehen ein bisschen schräg aus. Aber ist nicht schlimm. Die sind schwach gegen die Ninja-Sterne. Und dementsprechend kriegen sie einen Mega-Schaden. Und wir wiederum kriegen sie nicht. Doch, wir kriegen sie instant killed. Aber auch nur, weil wir so... Oh, stimmt, die können ja einen blenden. Oh, blöde Viecher, ey. Ja, die können euch blenden und damit sinkt eure Genauigkeit extremst. Ich werde die alle noch platt machen, keine Sorge. Gehen wir noch zu den Skelettis, dass ihr die auch mal gesehen habt. Die sehen so cool aus. Ich werde dich essen. Ja, so etwa. Doch, wir instant killen gerade alles. Super, hey, gut. Ja, ich sag ja, Training lohnt sich, wenn ihr es richtig macht. Also. Und zwar hier kommt wieder eine Truhe. Deswegen renne ich dahin. Ich hoffe mal, dass es noch lohnt. Hier, jetzt zeige ich euch mal die Bomben. Oh nein, natürlich, der will als erstes hier. Boom. Und die machen auch einen guten Schaden. Aber halt eben nur die Hälfte, wenn ihr zwei oder mehr Gegner habt. Aber gut, damit kann man leben. Wir haben wieder Ninja-Stern und jetzt tun wir wieder Endblenden am besten, ne? Irgendwie, will ich speichern, komme ich nicht drauf. Will ich nicht speichern, dann komme ich drauf. Also, ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, ist es wirklich komisch. Gut, ja. Also, wir haben jetzt dort über... Ich sollte vielleicht noch was nachtragen, erst schnell noch. Und zwar, ich habe jetzt dort vorher nochmal so gesagt, was machen die Channels so, ich habe jetzt dort kurz nochmal in YouTube nochmal reingeguckt. Also, noch kurz angemerkt. Alfenturhalter mit einem neuen Schachvideo. Freut mich sehr. Mal wieder ein schönes Schachvideo zu sehen. Wenn, war recht kurz, aber... Es ist da. Ja, ja, das hört sich jetzt so bescheuert an. Ihr wisst, denke ich schon, was ich meine. So, wir müssen nur Tristan heilen und nochmal speichern. Ja, wie gesagt, also 360 und er ist fast down. Seht ihr, und da ist das Problem. Er hätte sich schon viel früher geheilt. Obwohl es nicht nötig ist. Deswegen empfehle ich immer nur die AI abzuschalten, ne? Und lieber selber zu handeln, weil da macht man es immer richtig. So, wir haben noch ein Vögelchen platt. Und ja, hier gibt es halt noch ein bisschen was zu plätten. Nichts Besonderes. Irgendwie finde ich das lustig. Guckt euch mal die Vögel an. Die haben nicht nur einen komischen Kopfschmuck. Nee, sie haben sogar noch eine Windel an, ja. Und wenn ihr sie hinmacht, au. Also, die Gegner hier sind wirklich komisch. Ich finde, das ist fast schon mehr eine Final Fantasy Parodie als ein richtiges Final Fantasy Spiel. Aber hey, es macht Spaß. Und es ist nicht schwer. Also, wer wirklich mal in RPGs anfangen will, das Spiel hier ist ein super Anfang. Wirklich. Ich sag's euch, das ist ein super Anfang, des Spiels. Weil ihr tatsächlich nur... Ja, wie sag ich denn am besten? Ihr könnt... Es ist einfach. Es ist nicht kompliziert oder sowas, sondern einfach, ihr haut drauf, ihr macht die Gegner platt und schön ist. Es ist einfach ein ultra einfaches RPG. Aber ein sehr gutes trotzdem. Es hat eine super Musik, die Grafik ist cool. Und es ist, wie gesagt, es ist einfach nicht zu schwer. Und das ist auch das zum Beispiel, was mir bei RPGs wichtig ist. Ich habe zum Beispiel, ich habe es hier wie Final Fantasy VI oder so durchgespielt, aber... Oder Golden Sun. Aber viele sind mir einfach zu wirklich zu kompliziert. Ich gebe es auch nicht zu. Ich kann mit denen nichts anfangen. Und jetzt gerade so ein einfaches Spiel, das macht selbst mir Spaß. Es hat seine Zeit, es hat seine schönen Stellen, es ist lustig. Und das Allerwichtigste, man kann es raffen. Und denkt sich, was ist denn das? So, jetzt kommt ein Gegner, den ihr kennt. So, den hier. Kennt ihr den? Nein? Dann seht ihr es jetzt. Na, kennt ihr den Typen, das Viech nicht irgendwo her? Ja, ist eine lange Zeit, dass wir diesen Gorgon gesehen haben. Und deswegen machen wir ihn kurz Instant Kill. Er hat 100 Leben und der Wurm hier hält es auch nicht aus und fertig. Jo, weil wir haben ja, das erkläre ich euch mal. Wenn ihr diesen Gorgon, diesen Viech, das rechts gerade war, wenn ihr dem 4x 25 Schaden macht, ist er tot. Bedeutet, er wird wahrscheinlich um die 100 Leben haben.
zwischen 75 und 100. Ich denke mal schon 100. Und deswegen, und so könnt ihr euch das ein bisschen ausrechnen. In dem Fall geht's jetzt schlecht, weil wir jetzt alles instant killen gerade durch unser Training. Und ja, es lohnt sich aber, wie ihr seht. Ah, übrigens noch was. Wir müssen jetzt hier, ups, hier links geht erst nach rechts. Denn das wissen wenige, dass man hier lang kann. Natürlich, ihr kriegt jetzt hier nicht das Imba-Schild oder das Imba-Schwert oder so. Ist ja klar, hallo, wir sind am Anfang. Aber ihr bekommt nochmal 10 Ninja-Sterne und die können wir gut gebrauchen. Denn ihr seht ja, wenn die Waffe... Was mit der Waffe ist, wenn sie leer ist, das kann ich euch leider nicht sagen. Denn ich habe das noch nie gehabt. Ich habe das immer dann gemanagt, wenn ich nicht so viel hatte. Und, boah, deswegen... Ich kann es euch leider nicht sagen. Wir werden es, denke ich, auch nicht herausfinden, weil im Normalfall, wenn ich wirklich merke, es wird weniger, versuche ich mit den Waffen zu managen, so gut es geht. Oh, was machst du jetzt? Oh nein, nicht... Nein! Nicht Confusion. Verwirrt ist wie ein Pokémon eigentlich, könnte man sagen. Ihr könnt euch selber, euren Teamkamerad oder aber auch den Gegner erwischen. Vorteil am Confusion ist, wenn ihr einen Zauber wirkt in Confusion, also zum Beispiel ihr seid verwirrt, macht jetzt einen Schadenszauber, da kriegen wir hier nachher noch einen, auf eure Gegner, dann kostet euch das keine Mana, oder? Ja, Mana in Anführungsstrichen. Ihr werdet noch sehen, was ich meine mit Magie. Dazu müssen wir jetzt halt erstmal noch warten. Oh, da ist einer sauer und da ist auch einer tot. Das ist hier mit der Magie sehr einfach gehalten, also ultra einfach gehalten. Ich zeig's euch mal schnell. Unser Spell. Ihr seht hier White, Black und Wizard. Ganz einfach. White sind diese Heilzauber und sowas, Lebenszauber und so weiter. Black sind diese Schadenszauber, das werdet ihr noch einen kennenlernen. Und Wizard sind sehr spezielle Schadenszauber, aber auch ultra starke. Ja. Das werdet ihr sehen später. Das werden wir in diesem Part nicht mehr kriegen, die ultra starken. Aber vielleicht im nächsten. Je nachdem. Also, und jetzt kommt halt wieder ein Gegner plätten. Jo, ich sag's halt mal so, ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn ihr, angenommen mal ihr, wie sag ich das am besten, angenommen, genau, also angenommen, ihr habt jetzt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt hab ich's vergessen, tut mir leid, jetzt hab ich's gerade vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ist ja egal. Aber trotzdem, bleibt mal, also die Skelette, ich finde die sehen voll cool aus irgendwie. Das sind einfach Skelette, haben ein Schild, haben ein Knochenschwert. Das sind Skelette. Also das ist ganz klar. Gut, wir haben sie besiegt und sollten jetzt mal unseren Hero heilen. Aber nein, diesmal nicht. Aber diesmal nehmen wir Tränke, weil wir haben genug davon. Und Dogo kriegst auch noch einen. So, Happy Birthday. Ja. Warte mal, wir sind auch schon wieder 3/4 Stunde am Let's Playen. Hey, geil. Nein, also wie gesagt, es wird sich noch was ändern, aber das seht ihr. Und oh, kennt ihr den auch noch, den Metzger? Minotaur Zombie. Die heißen im Deutschen tatsächlich Metzger. Das ist mein voller Ernst. Die heißen Metzger. Bescheuert, oder? Einfach nur bescheuert. Aber gut, ich wollte erst eine deutsche Version. Ich wollte erst eine deutsche Version nehmen, aber irgendwie kriege ich es nicht. Nein, es ist halt so. Meine Cartridge ist auf Englisch. Und ja. Ihr kommt drauf. Also, aber es ist ja nicht schlimm, weil halt das klein bisschen Englisch da. Also, ich glaube, das ist so kein Weltuntergang. So, und ein... Oh nein, ein Skelett. Oh nein. Es könnte mir Knochen klauen. Vielleicht will es ja meine Rippen. Wohl weniger. Ich brauche vielleicht einen neuen Kopf. Das wäre vielleicht was. So, hier ist ein Metzger. Ja, es ist aber echt mal voll an. Sie heißen Metzger. Auf Deutsch, ein komischer Name, finde ich, aber, ja, das ist halt so. So, das überlebt er natürlich und, oh, Tristan ist confused. Sehr schlecht, aber wir haben ihn tot, den Metzger, und das zählt. So, jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr so managen mit den Schuriken. Ne, müssen wir jetzt echt nehmen, jetzt haben wir genug. Bis zum Endboss ist es jetzt noch genug. Ja, deswegen, also ich sage ja, also, ob jetzt so ein bisschen... Waffenmanagement ist manchmal gar nicht mal schlecht. Wir müssten hier nach links. Wir gehen aber mal kurz gucken, was es hier gibt in der Truhe. Also, ich glaube, hier hat sie Seeds.